Diese Flugbegleiterin zieht ihren Schuh aus und rührt dann den Kaffee mit ihrem Absatz um. Sie serviert den Kaffee der Frau, aber die Frau trinkt nicht, sondern stößt den Kaffee um. Die Flugbegleiterin verbrennt sich die Hand und kümmert sich schnell um die Wunde. Plötzlich sieht sie einen Ring am Finger von der Frau und bemerkt, dass sie denselben Ring trägt. Sie macht sich Sorgen, die Frau zu beleidigen und wäscht sich immer wieder die Hand, um den Ring abzunehmen, aber sie schafft es nicht. Deswegen verstellt die Flugbegleiterin die Position vom Ring und hofft, dass die Frau ihren Ring nicht bemerkt. Die Frau ruft die Flugbegleiterin, damit sie ihr Essen bringt. Als die Flugbegleiterin der Frau ein luxuriöses Essen serviert, weigert sich die Frau zu essen und sagt, dass sie lieber das Essen von der Flugbegleiterin haben möchte. Die Flugbegleiterin geht wieder zurück in die Küche, um das Essen vorzubereiten. In diesem Moment sieht sie den Hinweis, dass die Frau allergisch gegen Garnelen ist. Sie fischt heimlich die Garnelen aus dem Mittagessen heraus und gibt es der Frau zu essen. Ahnungslos verschlingt sie das ganze Mittagessen und fühlt sich kurz danach sehr unwohl. Sie verlässt das Flugzeug in einem Rollstuhl und ihre Augen bluten. Am nächsten Tag erfährt die Flugbegleiterin aus den Nachrichten, dass die Frau gestorben ist.